TVA präsentiert die Heimspiele des SSV Jahn in der dritten Liga. Samstag, 14 Uhr im Jahnstadion. Zum Duellspiel gegen die Preußen. Kämpft in Tracht, wir spielen für euch. So, dann herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 9. Spieltag, an dem der SSV Jahn am morgigen Samstag um 14 Uhr gegen Preußen Münster antreten wird. Wir rechnen mit ungefähr 250 Gästefans und jetzt begrüße ich bei mir am Pult unseren Cheftrainer Alex Schmidt. Alex, meine erste Frage an dich. Du hast nach dem Pokalausscheiden gesagt, es ist jetzt ganz wichtig, dass du die Mannschaft schnell wieder aufrichtest. Hat das geklappt? Ja, klar hat es wehgetan am Mittwoch, das Pokalausscheiden. Aber wir müssen nach vorne blicken. Ja, auch die Tabelle ist jetzt nicht so, dass wir uns hier entspannen können und dass wir einfach schauen müssen, dass wir im nächsten Spiel jetzt wieder die Punkte holen, ja, die notwendig sind, dass wir uns nach hinten Luft verschaffen. Was natürlich schon gravierend ist, dass wir mittlerweile sehr viele Leistungsträger, Führungsspieler setzen müssen. Und das hat man am Mittwoch deutlich gesehen. Ja. Oliver Hein ist im Prinzip schwierig zu ersetzen, genauso wie Sebastian Achreiner, Romas Dressler. Ja, dann kam hinzu, dass sich einfach beim Warmmachen dann der Andi Geipel verletzt hat. Dann kam hinzu, dass sich der Stani Herzl nach 10 Minuten verletzt hat. Ja, und so hat sich eben dann die Sache hochgeschaukelt. Wir verschießen 11 Meter. Und ja, dann kam es, wie es halt leider gekommen ist. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir die Kräfte wieder bündeln und morgen gegen Preußen Münster ein gutes Ergebnis erzielen. Wie schaut es aus, gerade bei zum Beispiel Sebastian Nachreiner? Wann kann man wieder mit ihm rechnen und auch bei den anderen Spielern? Und welcher Kader steht dir dann am Samstag zur Verfügung? Ja gut, Sebastian wird jetzt nächste Woche ins Training einsteigen. Ja, ich dachte eigentlich, dass es früher geht, aber wir wollen kein Risiko eingehen, dass er sich dann gleich wieder verletzt. Und so steigt er nächste Woche ein. Ja, und es gibt noch bei dem einen oder anderen Spieler Fragezeichen, wo ich einfach noch nicht genau weiß, ob es geht oder nicht. Schauen wir auf den Gegner. Preußen Münster steht mit 12 Punkten und 14 zu 12 Toren auf dem 7. Tabellenplatz. Waren zuletzt 4 Spiele ungeschlagen und haben am letzten Spieltag 3 zu 2 gegen Wien Wiesbaden gewonnen. Alex, deine Einschätzung zum Gegner? Ja gut, Preußen Münster ist eine stabile Mannschaft. Ja, in der Defensive sind sehr diszipliniert gegen den Ball, agieren aus dem 4-4-2-System. Gute Arbeit gegen den Ball, wie gesagt. Nach vorne hin haben sie mit dem Reichwein natürlich einen Zweitliga erfahrenen Stürmer, der schon 5 Tore geschossen hat, sehr kopfballstark ist, speziell auf Flanken sehr gut ist, beziehungsweise im Strafraum einfach sehr gefährlich ist. Über die Außen sehr quirlige Spieler. Und ja, insgesamt ein harter Brocken natürlich, aber wir haben bis jetzt in den Heimspielen, ausgenommen mal dieses Haching-Spiel und phasenweise auch gegen Rostock natürlich, eigentlich schon immer ganz ordentlich gespielt. Ja. Wie gesagt, phasenweise war nicht okay, aber im Großen und Ganzen haben wir schon gezeigt, dass wir zu Hause die Gegner schlagen können, beziehungsweise gut spielen können. Und da müssen wir anknüpfen, vor allem gegen die gute Leistung Cottbus zu Hause, wo wir sie phasenweise wirklich quasi an die Wand gespielt haben, aber uns leider nicht belohnt haben und so nur diesen einen Punkt geholt haben. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie gut spielen kann und da müssen wir einfach anknüpfen. Und ich hoffe, dass uns die Fans wieder unterstützen, wie in den letzten Spielen. Und dann werden wir alles geben und schauen, dass wir die Punkte behalten. Danke Alex, das war's von meiner Seite. Heinz, dann bitte ich dich, deine Frage zu stellen. Alex, du hast gesagt, den quirligen Außen, dir fehlt aber dein linker Außenverteidiger. Richtig. Wie glaubst du, dass du das beheben kannst in der Viererkette? Geht der Thürmer wieder nach links? Ja, das wäre eine Option, ja, aber Matthias hat halt innen auch sehr gut gespielt. Ja, und was gibt es noch für Alternativen? Die Alternative wäre, Chris Rech innen spielen zu lassen, Matthias außen, so wie ich es im Pokal da gemacht habe. Ja. Ja, wir könnten aber auch von Fabian Rettenbach über links spielen und rechts jemand anders spielen lassen. Das sind Optionen, muss ich einfach jetzt sehen. Spielt der Wimperler in der Defensive auch eine Rolle für dich? Als Alternative? Mal sehen, ja. Gegen Weiden war halt.
war es halt leider wieder so, dass er da schon verunsichert war. Ja, gerade die ersten Aktionen vom Passspiel her. Also vorne ist er im Moment besser aufgehoben wie hinten, habe ich so das Gefühl. Da fühlt er sich wohler. Aber es ist natürlich eine Option, ja, vor allem weil halt der Marcel Reichwein sehr kopfballstark ist. Und natürlich bei Flanken alle richtige Gefahr droht. Reichmann war schon mal Ehrenspieler. Ja, das und, 2010, ja, genau. Und Amatschalber wird es auch wiedersehen. Ja, ja. Ja, wobei der, glaube ich, noch nicht so richtig Fuß gefasst hat in Münster. Ja, hat aber sehr gut gespielt, hat seinen Einwechslung jetzt gegen Wien. Ja. Ja. Okay. Habt ihr den Gegner beobachten lassen? Der Gegner ist beobachtet worden von Markus Jahn im letzten Spiel gegen Wien Wiesbaden. Außerdem haben wir zwei Spiele praktisch per Video analysiert. Okay. Nachdem der Geibel ausgefallen ist und der Zieren, wie du gesagt hast, den er Muskulatur hatte, konnte er wieder? Ja, der Geibel hat einen Schlag bekommen im Spiel in Dresden, also so einen Schlag in den Oberschenkel rein. Und das hat sich dann einfach nicht gelöst und nicht gelockert. Drum, ja. Gestern hat er jetzt nicht gescheit trainieren können. Ich hoffe, dass es wieder geht. Ja, ähnlich beim Adi Hein. Da ist auch noch ein großes Fragezeichen dahinter. Und wir tun uns natürlich schwer, einfach diese Leistungsträger, diese großen Leistungsträger, diese Führungsspieler zu ersetzen. Da sind wir in der Breite, da sind wir in der Breite einfach nicht so gut besetzt, dass wir das ohne weiteres wegstecken können. Und von daher haben wir dann einfach auch immer wieder diese Formschwankungen, weil wir einfach, wie gesagt, in der Breite des Kaders nicht so gut bestückt sind, dass wir diese absoluten Leistungsträger ohne weiteres verkraften können. Sprich Nachreiner, Hein, Geipel, Herzl. Ja, das ist einfach schwierig für uns. War der Hein die Woche schon mal im Training? Ja, der hat jetzt trainiert, der hat leicht trainiert. Aber ich werde natürlich überhaupt kein Risiko eingehen, ja, wenn der Muskel, also er hat auch einen Schlag bekommen im Spiel in Stuttgart und ja, es hat sich dann halt als sehr hartnäckig herausgestellt und ich werde kein Risiko eingehen, weil es ist dann, wäre dann bitter, wenn er mal 4 bis 6 Wochen ausfällt, wenn dann der Muskel reißt. Ja, muss man sehen. Ne? Muskelfaserriss, da kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Okay, du hast gegen Weiden gespielt mit Kurz auf der 6 und der zweite, glaube ich, war der Günther, oder? Ja, der Günther und der Lienhardt praktisch im zentralen Mittelfeld war, ja, sagen wir mal so, ich musste umstellen, ja, einfach nachdem der Gino doch Unsicherheit gezeigt hat im Defensivverhalten, im ganzen Aufbauspiel. Wie gesagt, er fühlt sich vorne gerade wohl, vorne macht das gut, er hat das bis jetzt immer gut gemacht, hat gut gearbeitet, war sehr kopfballstark, gut die Bälle festmacht. Hinten weiß ich auch nicht, das ist irgendwie der Wurm drin bei ihm. Ja, er hat einmal einen Fehlpass gespielt, noch 10 Minuten, dann ziemlich riskant. Ja. Ich kann mich noch erinnern, in Weiden, okay. Andererseits ist er kein typischer, also meines Erachtens ist er kein typischer Stürmer. Ist er nicht, das weiß ich schon, ist er nicht. Aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen die Größe in der Mannschaft. Ja. Und wenn man sich unsere Spieler so durchgeht, ja, dann im Vergleich zum Gegner, muss man einfach sagen, wir brauchen eine bestimmte Anzahl an großen Spielern in der Mannschaft, um einfach Standards zu verteidigen, um Eckbälle zu verteidigen. Das ist wichtig. Ja. Wenn du keinen Stoßstürmer aufstellst, nimmst du da nicht ein bisschen eine Gefährlichkeit, nimmst du da nicht auch ein bisschen die Möglichkeit, deren Abwehr zu binden? Weil er so unterbricht ja nur deren Spielaufbau. Aber in Tornähe kommt er äußerst selten. Ja, wahrscheinlich nicht seine Aufgabe, total ist. Gut, wenn man jetzt das Spiel gegen Dresden hernimmt, haben wir Francisco Sauersmann auf dem Feld gehabt. Das sind zwei klare Stürmer. Wenn man das Spiel in Weiden hernimmt, haben wir mit Sauersmann, mit Dressler zwei Stürmer auf dem Feld gehabt. Ja. Dressler nicht. Mit der Hausmann und Schmid, Benedikt Schmid haben wir zwei Stürmer auf dem Feld gehabt. Ja, Problematik ist einfach, dass der Romas Dressler einfach seit Monaten nicht gescheit fit ist. Ja. Oder seit meiner Zeit, seit ich da bin, hat er in den 6 Wochen keine einzige Einheit absolviert. Und wir haben letzte Woche haben wir ein kleines Spiel gehabt, da unten in Kam war das. Da hat er, in den Bogen, Entschuldigung, in Bogen haben wir gespielt, da hat er sich dann
eine Halbzeit lang durchgequält, war dann nach dieser einen Halbzeit war er dann wieder angeschlagen, ja, weil einer einen auf den Fuß gehauen hat, konnte dann das ganze Wochenende wieder nicht trainieren. Also es ist einfach schwer im Moment, weil er so lange nicht trainiert hat und sobald er ein bisschen eine Belastung bekommt, ja, dann zwickt es an allen Ecken und Enden. Und ja, ich wäre froh, wenn er fit wäre, wenn er da wäre. Ja. Ja, und dann würde ich noch einsetzen. Aber so muss ich halt immer improvisieren. Ja, er hat immer wieder irgendwo eine kleine Verletzung. Ja, ist dann das ganze Wochenende wieder ausgefallen. Und bei Benedikt Schmidt ist ja auch so. Der ist halt einfach auch sehr anfällig. Der ist sehr anfällig von der Muskulatur her. Ja, war der nominelle Rechtsaußen. So habe ich gesehen. Ja, richtig. Man ist nicht als erklärender Flügelspieler. Vielleicht mehr bringt auf der Außenbahn, weil ich habe mir so vorgestellt, die Weidner, die jetzt so sechs verteidigt haben und sehr kompakt gestanden sind, über die Flügel aufzureißen, die Weidner-Abwehr. Meinst du nicht, dass das besser gewesen wäre? Ich denke da jetzt an Erwig Trüppel, Lienhardt, also ausgebildete Flügelspieler. Nein, Lienhardt ist kein ausgebildeter Flügelspieler. Lienhardt ist ein zentraler Spieler. Aber die ausgebildet. Ja, mit wenigen Ausnahmen hat mir der am linken Flügel schon gut gefallen. Gut, der Trüppel hat seine Chancen bekommen, ja, der muss jetzt einfach kontinuierlich weiterarbeiten. Ja. Es haben im Prinzip die meisten Spieler ihre Chance bekommen. Ja. Ja, es war jetzt so, Franziskus hat seine Chance bekommen. Der Steininger, den haben wir noch vergessen. Der Steininger hat Mittelstürmer gespielt in Weiden. Den haben wir jetzt vergessen, das ist ein kleiner Mittelstürmer mit absoluten Vorschusslorbeeren von Fürth. Ja, wir haben im Prinzip mit drei Stürmern gespielt, rechts mit dem Bene, im Zentrum mit dem Steininger und links mit dem Ausmann. Also das, wenn das gegen, ich sage nichts gegen Weiden, aber wenn das gegen einen zwei Klassen tieferen Verein eine gewaltige Offensivkraft ist, ja, die auch mal ein Tor machen muss, dann müssen wir uns Gedanken machen. Ja, und die Gedanken haben wir uns gemacht und wir müssen es jetzt einfach gegen Münster wesentlich besser machen. Bloß nochmal, ich muss die Mannschaft auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es kamen so viele Umstände dazu gegen Weiden, ja. Elf verschossene Elfmeter, ja. Geipel beim Warmmachen verletzt, Herzl nach 10 Minuten verletzt. Dann ein unterirdischer Schiri, das muss man jetzt auch klar und deutlich mal sagen, ja. Ein unterirdischer Schiri, den wir jetzt im wiederholten Male erlebt haben, gegen Dresden, ein unterirdischer Schiedsrichter, ja. Und solche Sachen, ich weiß nicht, was gerade los ist, da ist der Wurm drin, ja, das ist jetzt jede Woche, dass wir krass benachteiligt werden mit gelben Karten, mit gelb-roten Karten, mit nicht gegebenen Foulelfmetern. Ja. Sollen keine Entschuldigungen sein, aber das muss man halt auch irgendwann mal sehen. Ja. Nichtsdestotrotz, in Weiden dürfen wir nicht ausscheiden. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Was hast du deiner Mannschaft, hast du das ins Gebet genommen oder baust du das verbal an? Nein, die haben wir schon mal, also das gab schon mal einen richtigen Anschiss. Ja. Einen richtigen Anschiss, weil wir die erste Halbzeit. Trotz aller Warnungen, ja, wir haben uns mit dem Gegner beschäftigt. Es ist nicht so, dass wir nach Weiden gefahren sind, haben nicht gewusst, was los ist. Der Gegner war zu Hause ungeschlagen, der Gegner hat zu Hause kein Gegentor bekommen, bis dato. Wir haben eindringlich gewarnt, die Mannschaft. Aber anscheinend, ja, hat der ein oder andere gemeint, das wird ein Spaziergang. Und da haben wir ihnen gehörig die Leviten gelesen. Ja, die erste Halbzeit hat es ein bisschen beschlafen. Ja, die erste Halbzeit, ich will nicht sagen verschlafen, aber wenn es natürlich losgeht, wenn der Innenverteidiger drei Fehlpässe macht innerhalb von 10 Minuten, ja, und wenn wir dann natürlich die Chancen, die wir haben, den konsequent nutzen, unter anderem Elfmeter, die kann man mal verschießen, aber ja, es kommt halt dann alles zusammen. Okay, ich gehe davon aus, wenn ihr euch Gedanken gemacht habt, dann wird die Mannschaft zu Beginn ein anderes Gesicht haben. Ja, auf jeden Fall. Nur auch notgedrungen. Ja. Aber nochmal mein Appell einfach an Fans und Zuschauer, habt Geduld mit dem Team. Wir haben gerade eine schwierige Situation, weil wir Leistungsträger ersetzen müssen, die eigentlich nicht zum Ersetzen sind hier in Regensburg. Das muss man klar und deutlich sagen. Nachreiner, Hein, Dressler, ja, ist einfach schwer zum Ersetzen. Ja. Wir geben alles, was wir haben in dem morgigen Spiel. Aber ich hoffe einfach, dass die Fans mit der jungen Mannschaft geduldig sind und wenn einmal was nicht gelingt, dass sie einfach hinter der Truppe stehen, wie sie es bisher gemacht haben und nicht die Geduld verlieren. Stimmt.
Stimmt in der Mannschaft alles? Ja, Mannschaft ist absolut intakt. Ja, da gibt es gar nichts. Sind gute Jungs. Von außen wird an uns herangetragen, wie wenn eine Grüppchenbildung wäre. Darum fragt er. Also merkst nichts. Mannschaft ist eine Einheit. Ja, Mannschaft ist absolut intakt. Gute Jungs. Geben immer Vollgas. Das ist das, wo man ihnen eigentlich nie einen Vorwurf machen kann. Vielleicht jetzt mal die erste Halbzeit gegen Weiden, wo es nicht so lief. Ja. Aber diese Nackenschläge muss man erstmal wegstecken. Der fällt aus. Ja, verschossener Elfmeter. Das muss man alles erstmal wegstecken. Ja, Olli Heinze, Verletzung, Sebastian Nachreiner. Und wenn man die Spiele hernimmt, wenn ich jetzt Dresden hernimmt, wenn ich Cottbus hernimmt, wenn ich auswärts Stuttgart hernimmt, die Jungs fighten bis zum Letzten. Ja, und da muss ich ganz klar sagen, da gibt es gar nichts. Wenn ein Fehler passiert, okay, ja, dann sollen wir uns kritisieren. Aber für den Einsatz, für den Willen, für die Einstellung muss ich absolut hinter der Mannschaft stehen. Und es gibt keine Grüppchenbildung in der Truppe, ihr wisst jetzt nicht von wem. Ob der Olli Heine Gruppe mit dem Sebastian Nachreiner oder mit dem Beni Schmidt. Ja, die spielen vielleicht ein bisschen Karten miteinander. Aber ja, also das ist nicht. Nicht unbedingt Medienmeinung, sondern das wird halt in diesen Zeiten gerne erhalten. Ja, das ist klar. Wenn es einfach so ein Ergebnis gibt wie am Mittwoch, dann wird auch viel hineininterpretiert. Ja. Und dass ein Spieler mal unzufrieden ist, wenn er nicht spielt, mein Gott, damit muss man leben. Ja, das ist so eine normale Sache, aber Mannschaft ist absolut intakt. Von der Wertigkeit des Spielers her ist ein richtungsweisender Spiel. Ihr braucht irgendeinen Puffer zur Abstiegszone. Ja, ganz genau, das wissen wir. Ja, das ist im Prinzip jedes Spiel wichtig. Ob wir jetzt in Dresden dann die Punkte holen oder zu Hause gegen Münster. Wir müssen in jedem Spiel alles abrufen, was geht, und versuchen einfach was zu holen. So. So wie es am Mittwochabend war, die Fans enttäuscht, Keller rausgerufen haben, vereinzelt der Trainer raus, ist mir überliefert worden, ich habe es aber nicht gehört, weil ich war da auf der Pressekonferenz. Berührt dich das? Ja, klar berührt einen das, vor allem wenn man halt sieht, wenn ich hier in der Früh um 8 herkomme, dann ist der Christian der Erste, der das Büro aufsperrt, und wenn ich hier abends um 10 herkommt, dann ist der Christian halt immer noch da, ja, und arbeitet für den Verein und macht alles, tut alles, das vorangeht, ja, mit relativ begrenzten Mitteln, ja, versucht einfach den Verein voranzubringen. Er hat schon sehr viel geleistet und es tut natürlich dann weh, wenn man sowas hört, ja, und ich kann einfach nur appellieren, habt Geduld, ja, es entsteht hier was. Aber es ist halt jetzt kurzfristig so, dass wir eben diese 3, 4 Leistungsträger haben und die nicht adäquat ersetzen können im Moment. Und wenn die wieder da sind, dann wird sich das Gesicht der Mannschaft auf einen Schlag ändern, da bin ich felsenfest überzeugt. Ja, und jetzt im Moment müssen eben die jungen Spieler, die jetzt nicht so drankommen sind, die müssen jetzt in die Bresche springen und die müssen alles geben, was sie haben. Aber ich glaube, es wäre jetzt unfair, wenn man das an ein oder zwei Leute jetzt, wenn man sich da aufhängt. Ja. Würdest du sagen, ihr habt einen ausgeglichenen Kader, einen breiten Kader? Oder passt der zweite Anzug gar nicht so? Ja, wir haben einen jungen Kader, aber es ist halt einfach so, dass wir 4 bis 5 Schlüsselspieler haben und die sind halt einfach nicht zu ersetzen. Das muss man einfach so deutlich sagen und das muss auch ein Fan wissen. Ja, ich kann jetzt hier nicht irgendeinen Mist erzählen und sagen, ja, den Olli Hein und den Sebastian, den können wir jetzt ganz locker ersetzen, und Andi Geipel, der sich jetzt gut reingespielt hat, das ist alles kein Problem. Das ist halt einfach nicht so. Und wir überlegen uns wirklich Tag und Nacht, wie wir die Mannschaft von der Konstellation am besten hinstellen, um eben diese Jungs zu ersetzen. Aber es ist schwer. An einen neuen Spieler denkt ihr nicht mehr, oder? Diese Veränderung im Abwehrbereich? Ja, Problematik ist halt einfach, dass jetzt Spieler auf dem Markt sind, die entweder keine Vorbereitung mitgemacht haben, die länger verletzt waren. Ich meine, ich habe es jetzt beim letzten Spieler gesehen aus Kaiserslautern, das war ein guter Junge, aber der hat halt keine gescheite Vorbereitung mitgemacht und den müsst ihr jetzt erstmal die nächsten 3 Wochen aufbauen. Aber
in 3 Wochen habe ich halt meine Etablierten auch wieder zurück. Und dann würde der wahrscheinlich gar nicht spielen. Ja. Geht dir nicht irgendeiner ab im Mittelfeld, der ein bisschen für Ruhe sorgt, der ein bisschen für seine Nebenspieler lenkt? Natürlich wäre ich froh, wenn ich den einen oder anderen erfahrenen hätte. Ja, aber es ist halt jetzt einfach so, dass die Voraussetzungen so sind, wie sie sind. Ja? Und ich mit dem Kader arbeite und ich finde den Kader auch gut. Ja, nochmal, Problematik ist einfach, dass genau diese Schlüsselspieler, die extrem wichtig sind für uns, in der momentanen Phase nicht zur Verfügung stehen. Und dadurch haben wir einfach extreme Schwankungen. Ja? Aber nochmal, wir haben aus den letzten 4 Spielen, wir haben in Stuttgart gewonnen mit einer sehr guten kämpferischen Leistung. Ja. Wir haben zu Hause gegen Cottbus unentschieden gespielt, wo wir eigentlich den Sieg verdient gehabt hätten. Wir haben zu Hause gegen Rostock das Spiel gedreht und waren eigentlich mit einem Fuß als sicherer Sieger festgestanden. Und wir haben in Dresden eine ordentliche Leistung auf den Platz gelegt und etwas, auch etwas Pech gehabt. Nicht nur Pech, aber auch, es war auch die ein oder andere Schlüsselsituation, die jetzt nicht unbedingt für uns gelaufen ist. Und von daher brauchen wir jetzt auch nicht riesen Pessimismus machen, weil diese Punktspiele, die waren im Prinzip mit aufsteigender Form und Tendenz Ausreißer dieses Weiden jetzt, aber deswegen brauchen wir jetzt auch nicht alles schlecht reden. Okay, das ist jetzt den Fall von diesen. Christian Keller hat ja vor der Saison gesagt, dass er 4 Eckpfeiler hat. Es beginnt bei Loboué, nachher einer in der Viererkette, einer im Mittelfeld, Dressler im Sturm. Die sind alle weg. Ja. Sag ich ja. Das ist einfach das, was unsere Fans im Moment bedenken müssen. Ja. Wir machen alles für die Situation, dass wir es drehen können. Aber ja, wie du gesagt hast, es sind einfach 4 Säulen weg. Ja? Mhm. Und wir müssen das Beste draus machen und da müssen wir jetzt alle durch, Fans, Verantwortliche, Trainer, Spieler und es ist vielleicht auch, oder es kann ja dann auch was Positives haben, dass einfach junge Spieler jetzt reinkommen, die einfach dann den Sprung schaffen nach vorne. Ja, zum Beispiel Matthias Dürrmeier, das ist ein super Beispiel. Ja, wer hätte vor Wochen gedacht, dass ein Matthias Dürrmeier einer unserer Leistungsträger werden kann? Also ich wüsste jetzt nicht, wenn jetzt wieder alle fit sind, dann wüsste ich jetzt nicht. Spielt ja eine gute Rolle und muss ich den drin lassen? Ich glaube, inzwischen ist er aus der Viererkette nicht wegzubringen. Ja, genau. Ja. Okay. Aber nochmal, die Situation ist angespannt, die Situation ist schwierig und ich bitte einfach alle Fans und Verantwortliche oder alle Fans, dass sie uns weiter unterstützen und einfach das erkennen, dass wir im Moment da durch müssen, durch die 10 Tage meinetwegen oder maximal 2 Wochen. Ja, und dann? Ja, stell dir mal vor, wenn die länger verletzt seien, dann sind sie nicht zu ersetzen. Ne? Gut, aber so wie du gesagt hast, wir haben die 4 Säulen als Beispiel und dass ausgerechnet alle 4 ausfallen. Ja. Also das ist natürlich extrem bitter. Wir sitzen also Ersatztor wieder am Samstag auf der Bahn. Alexander Heber. Alexander Heber, das letzte Mal habt ihr keinen dabei gehabt. Ja, wir mussten uns halt entscheiden. Wir haben 2 gesunde Torhüter und du musst dann eine Liste abgeben, wer alles spielen kann. Ist schon klar. Und da haben wir uns halt für den 3. Torwart entschieden, dass wir den nicht auf die Liste setzen. Im Nachhinein wollten wir ihn dann noch nachnominieren, aber da hat uns der BFV dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die waren damit nicht einverstanden. Ja, was ist überhaupt mit dem Noah Michael? Gut, der hat natürlich auch immer wieder mit Leistenproblemen zu kämpfen. Ja, die hat er aus Frankfurt schon mitgebracht. Und ja, fiel halt immer wieder aus jetzt. Immer wieder, einmal ging es nicht. Ja, in der Vorbereitung war es dann gleich mehrere Wochen. Und jetzt hat er auch wieder so 10 Tage ungefähr gefehlt. Ja, mit Leistenproblemen. Muric, ist das keine Alternative im Mittelfeld? Doch, Muric ist schon eine Alternative, auf jeden Fall, ja. Weil jedes Mal, wenn ich im Training zuschaue, mir zum Beispiel am Dienstag, der Dressler recht gut gefallen im Training. Ja, man muss unterscheiden. Ja, am Dienstag war ein Kleinfeldspiel, auf engem Raum. Ja, wenn die Räume größer werden.
dann tut er sich natürlich schon mal schwer von der Athletik her. Zlatko, okay. Zlatko Mojovic, wissen wir, was er kann. Ja, ist ein guter Fußballer. Ja. Also könnte Alternative für die Kann eine Alternative sein, ja. Und Osman bleibt Flügelspieler oder Hintergrundspieler? Ja, Osman war jetzt nicht direkt Flügelspieler. Der Ajax hat nach vorne alle Räume offen. Ja, wir haben in einem 4-3-3 gespielt. Ja. Und der Ajax hat gewusst, er kann in die Mitte ziehen auf seinen starken rechten Fuß. Er hat im Prinzip nach vorne alle Freiheiten gehabt. Ja, das hat er ja auch gemacht. Nach vorne. Bleibst du wieder beim 4-1-4-1? Ja gut, Spielsystem sage ich jetzt nicht. Ja, okay, das ist noch offen. Ja. Ja. Ich muss jetzt erst mal schauen, wer spielen kann. Ja. Beim Heinz großes Fragezeichen. Beim Heinz Fragezeichen. Er hat jetzt die Woche trainiert, aber wie gesagt, also im Zweifelsfall will ich einfach nichts riskieren. Ja, und sobald ein Zweifel ist, lass man draußen. Hat ihm diese Höhentrainingskammer schon was getan? Ja. Sehr gut. Ja. Okay, ich hab's viel gefragt. Ja. Dankeschön. Bitte. Danke. Vielen Dank, Heinz von der Nürnberger Zeitung. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber gibt es weitere Fragen? Vielleicht muss. Ja, versuchen. Also, nee, Radioschale war ich. Ja. Genau. Ja, vielleicht muss ganz kurz, weil eben der Kader so jung ist und weil vielleicht der Mittwoch noch ein bisschen ja doch im Hinterkopf der Spieler ist. Glauben Sie, das ist eher dann Verunsicherung oder da zusätzliche Motivation für das Heimspiel? Nee, der Mittwoch ist nicht mehr in den Hinterköpfen der Spieler. Das muss man. Es war total ärgerlich, aber ich habe Ihnen gesagt, wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln und wir müssen schauen, dass wir gegen Münster was holen. Mit allem, was geht. Ja. Mit absolutem Einsatz und Leidenschaft. Und von daher ist das Ding abgehackt. So weh, wie es getan hat. Ja. Aber wir müssen nach vorne blicken. Ich bin schon wieder fertig. Vielen Dank. Weitere Fragen? Wenn das jetzt alles beantwortet, das ist schön. Ich bedanke mich für das Interesse an der Pressekonferenz und vielen Dank auch fürs Zuschauen auf der AV. TVA präsentiert die Heimspiele des SSV Jahn in der dritten Liga. Samstag, 14 Uhr im Jahnstadion. Zum Duellspiel gegen die Preisen. Kämpft in Tracht, wir spielen für euch.